Ich hätte mir aber so, ich hätte mir echt gewünscht, dass der so ohne Vorankündigung plötzlich vor dir steht, ne? Oh. Mystery Manor. Okay, wir sind 2024. Ist eine Weile her, ne? 20 Jahre mindestens. Ich zähle die Jahre nicht mehr. Gut für dich. Wirkst ziemlich rüstig für einen alten Mann. Tut mir leid. Aber Nettigkeiten müssen wir uns sparen. Uns bleibt kaum noch Zeit. Wir müssen reden. Entschuldigung? Wer genau bist du bitte? Ja, und warum bist du so aggressiv, wenn du nur reden möchtest? Halt dein Lügenmaul und scher dich um deinen eigenen Dreck. Sam, soll ich mich auch um meinen eigenen Dreck scheren oder meintest du nur den Lügner Stan? Maddie, das ist Sam Green, Sheriff von Cedar Hills. Das ist nicht dein Zuständigkeitsbereich, Opie. Früherer Sheriff. Warum bist du hier? Du weißt verdammt gut, warum. Ich muss es vergessen haben. Oh, das ist ja schön für dich. Ich muss nämlich andauernd hinter deinem kleinen Problemkind aufräumen. Moment, redest du etwa über den Film? Redet er über den Film? Oh, du hättest nicht kommen sollen, Linda. Das verfluchte Ding hätte vergessen bleiben sollen. Es wird das Ende dieser Welt sein. Und vielleicht das aller anderen. Jo, mei. Verstehst du das Problem nicht? Okay, Sam. Deine Worte ergeben keinen Sinn. Geht's dir echt gut? Du bist zu alt, um Geheimagent zu spielen. Ich bin so fit wie nie zuvor. Und alles, was ich dir erzähle, ist wahr. Das alles nur wegen damals in Cedar Hills. Was passiert ist, damals oder jetzt? Verstehst du denn nicht, was ich sage? Ich... Nein. Tut mir leid. Ja. Sag mir einfach, dass du deinen Filmstreifen noch hast. Ja, den habe ich noch. Und Sie? Wir haben alle unser Stück. Oh Gott sei Dank. Dann komme ich nicht zu spät. Aber Augustin hat uns ein Angebot gemacht. Und ihr habt es abgelehnt. Richtig? Wir haben uns noch nicht entschieden. Okay. Okay. Damit können wir arbeiten. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, haben wir noch eine Chance, die Kurve zu kriegen. Linda, wovon redet dieser Typ da? Vom Filmstreifen, von dem ihr alle ein Stück habt. Ein Teil des Films, den Linda mit Freunden gedreht hat. Mit meinem Sohn. Es ist nicht nur ein Film. Es ist ein Gefängnis. Für etwas viel Älteres. Etwas Mächtigeres als alles, was die Menschheit begreifen kann. Es reine, bösartige Verderbnis. Und ihr Hunger ist grenzenlos. Okay, Sam. Trägst wieder etwas zu dick auf, oder? Das sagt ja der richtige Bruno Stafford. Moment. Ihr beiden kennt euch? Ah. Leider bin ich schon längere Zeit das Ziel der absonderlichen Anschuldigungen und dramatischen Behauptungen des früheren Sheriffs. Er ist total wahnhaft. Aber eins muss ich dir lassen. Du siehst besser aus als bei unserem letzten Treffen, was? Wie machst du das? Hat der Scharlatan erzählt, wie er meinen Sohn manipuliert und ihm sein Stück Film abgenommen hat, als Robert eine sehr schwere Zeit durchmachte? Was, Robert? Sehr schön. Ich bin zu jeder Zeit ehrlich. Ich schleiche nicht im Dunkeln herum wie ein schmuddeliger Kleinganove. Scheiß drauf! Ich hab genug von deinem Scheiß. Sollten wir ihm folgen? Also ich sag nein. Behalte Stan im Auge. Oh. Ich bleib hier. Was er da alles gesagt hat, meint er das ernst? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass jemand von uns allein losziehen sollte. Ja, aber ich will nicht mit... Also, nee, ich bin ja gar nicht, Dings. Ich bin ja Linda. Nicht bei Stan sein, der ist komisch. Okay, ich bin doch Madison, na super. Hä?
War das vorhin verschlossen? Hey! Hey, warte doch mal! Stan! Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich dir hinterherlaufen möchte, aber das Spiel will es so. Stopp. Oh, alles verschlossen. Also, ich will halt wirklich nicht hinterher. Ich finde den komisch, den Typen, keine Ahnung. Ja, es ist alles zu. Wir gehen ja schon. Hetz mich nicht. Oh, hier einen Horrorfilm drin drehen, ne? Das wäre vielleicht auch geil. Ich versuche den Fernseher. Wo ist der hin? Links weg. Warum ist das hier? Oh, das ist nee. Ist das nicht dieser Kuriositätenladen, wo wir drin waren? Das war so ein alter Fernseher, dass alles kaputt ist. Okay, jetzt wird's lustig. Der Fernseher ist weg. Stan! Hockst du etwa auf der Toilette oder was? Habe ich nicht eben gerade noch gesagt, also in diesen Gängen würde ich einen Horrorfilm führen? Da geht's runter. Ich bin mal gesperrt, das heißt, ich war hier schon mal. Okay, da stand der Fernseher. Hallo Kuffer. Grüß dich, Herzchen. Wie war deine Woche bis jetzt? Wie geht's dir? Stan? Stan! Danke. So geschrien hätte, hätte Chat sich wieder... Schwert. Okkultismus. Das hat mir noch gefehlt. Ja gut, das Bild würde ich mir jetzt nicht unbedingt in die Bude hängen, aber Okkultismus. Augustin? Augustin dient einem gottgleichen Wesen. Aha. Aha. Puschel ist Detektiv. Detektiv Puschel. Nennt mich ab sofort Detektivin Puschel. Sind das für... Ja, weiß ich auch nicht. Kann denn hier eine Pflanze wachsen? Na gut, die sehen jetzt auch nicht mehr so. Die sehen knusprig aus. Palim, palim. Wo zur Hölle bin ich hier? Ja. Ich bin in der Falle. Holt mich auf! Wow. Ist da wirklich jemand drin? Tschüss. Okay, doch nicht. Ach, jetzt ist doch Madison diejenige, die stirbt, wenn das so weitergeht. Wer ist da drin? Das sieht nach einem Muster aus. Ach nö. Okay. Ich muss dieses Ding echt ausschalten. Ja. Hetz mich halt. Ach so, okay, die äußeren Dinge kann ich nicht bewegen.
Da ist was passiert. Das ist gut. Hoffe ich. Ja. Halt durch! So springen. Ich wusste schon immer, dass jedes reiche Arschloch so ein Zimmer im Haus hat. Warte kurz, ich muss kurz meine Sammlung zählen. Okay, fehlen 3. 4. Komme. Einfach erstmal sehen, wo sich die Figuren angucken, ne? Du hast ja noch kurz Zeit. Du bist da bestimmt schon ein bisschen was länger drin, oder? Okay, also hier kann ich dann... Warte, da hinten ist noch was. Da schwebt irgendwer drin und ich bin hier erstmal am Gucken. Okay, da ist noch so ein Hebel. Was ist denn eigentlich, wenn ich in diese Ringe jetzt reinlaufe? Passiert mir was? Wie aus einem Science-Fiction-Film. Funktioniert. Jetzt nur noch 2 dieser Ringdinger. Oder muss ich jetzt erst wieder da hinten hin? Nee, ne? Okay, doch. Also das... Okay, das ist jetzt ein bisschen umständlich. Das heißt, ich muss jedes Mal wieder zu dieser Konsole zurück, die einstellen, um dann... Das ist ja lustig. Okay, die äußeren kann ich wieder nicht drehen. Was zur Hölle hast du nur geplant, Augustin? Klappe. Ist das Chris? Ich werde dich da rausholen. Bestimmt. Ganz sicher. Wohl noch nie von einem normalen Ausschalter gehört. Das wäre zu einfach. Okay, nur noch einmal. Hurra. Hurra. Mädchen, was ist mit dir? Ja, ich kann nicht so schnell. Wie geht es dir da drin? Wie geht es dir da drin? Jo, eigentlich ganz gut soweit, nicht? Das ist Chris. 100 Pro. Jetzt gibt's Ärger. Welchen Schalter? Brüllt wie ein Löwe. Horologion. Aha, wir sind in einem Horologion. Chris, sagst du? Hi.
Meanwhile, till Cedar held. Ja? Das ist Robert. Interessant, interessant. Und da ist Robert. Bist du okay? Oh. Wow. Was ist, Augustin, junger Mann? Gar nichts. Ich helf dir. Alles gut. Ist nichts. Aber du siehst aus, als wäre was... Ich suche nur meinen Dad. Den Sheriff? Oh, den Sheriff? Ja. Hast du ihn gesehen? Oh, ja, schon. Wo? Hier und da, hin und wieder. Irgendwie taucht er immer an den seltsamsten Orten auf. Halt, wann war er denn hier? Gerade eben, oder wie? Oh, vor mehr als einer Minute? Weniger als ein Leben. Gut. Okay, danke. War mir ein Vergnügen. Ich werde ihm sagen, dass du ihn suchst. Ist er Augustin oder nicht?